Yo, was geht ab, Freunde? Heute gibt es mal wieder eine Karriere-Simulations-Challenge. Und zwar, wie ihr schon am Handtitel und Thumbnail erkennen könnt, mit Haaland zu City. Ist ja jetzt gerade auch mehr oder weniger Gerücht. Soll ja auch angeblich schon fix sein, dass Haaland zu City geht. Und heute werden wir so drei Saisons simulieren und schauen, wie Haaland bei City abgeht. Ob sie mit Haaland den Champions-League-Titel gewinnen, schauen wir dann. Und ich habe schon mal so ein Video gemacht zu Lewandowski. Könnt ihr auch sehr gerne hier nach auschecken. Und dann würde ich sagen, starten wir auch schon direkt rein. Das ist jetzt die Formation und die Startaufstellung plus Auswechselspieler, die ich jetzt reingepackt habe. Zwar Tor, Ederson, Laporte, Diaz, Walker, Cancelo bilden die Innenverteidigung, Rodri, De Bruyne, Foden im Mittelfeld und vorne Grealish, Haaland und Sterling. Auswechselspieler halt Mahrez, Jesus, Gündogan, Silva, Stones, Ake und Steffen. Und ganz wichtig, hier werden wir keine Transfers führen, weil wir halt die Mannschaft so gut wie es möglich realitätsnah ranbringen wollen. Erster Titel der Saison wird hier sein im englischen Finale gegen Leicester City und zwar im FA Community Shield. Und ich hoffe, wir können uns jetzt den ersten Titel der Saison holen, hier mit Manchester City. Und voll, hoffentlich macht Haaland direkt ein Tor. Hier sehen wir schon mal zumindest ein Elfmeter-Tor. Macht der Haaland noch sonst ein Tor? Ah, ne, Grealish macht das sonst. Champions League wird hier jetzt auch hier gespielt. Und bitte macht Haaland direkt gegen PSG hier ein Tor. 2:4 verlieren wir hier, aber Haaland trifft und ein Doppelpack hier von Haaland. Reicht aber hier nicht aus gegen PSG für 4:2. Und in der ersten Saison, die Champions League ist natürlich realitätsnah. EFL Cup, jetzt hier gegen Middlesbrough. Mal schauen, ob hier... Boah, kommen wir auch knapp im Elfmeterschießen nur weiter. Aber Walker trifft und nochmal Haaland. Bisher schlägt er auf jeden Fall sehr gut ein. In der Liga zeige ich euch auch die Spiele gegen drei Teams. Und zwar Chelsea, Liverpool und Man City für das Derby. Manchester United für das Derby. Starten wir rein gegen Chelsea. Und wir gewinnen 2:0 durch Kevin De Bruyne Doppelpack. Gegen Brügge, jetzt hier nochmal in der Champions League, zweiter Spieltag und wir gewinnen 4:0. Haaland mit einem Doppelpack, sehen wir schon mal, mit einem Dreierpack sogar und das andere Tor macht João Cancelo. Also bisher hier Haaland 10 Einsätze, 8 Tore, der schlägt hier schon mal sehr gut ein. Und jetzt hier auch ran gegen Liverpool. Hier mal der Grealish in 18 Minuten das Tor, 1:0 gewinnen wir hier nur. Gegen Leipzig müssen wir jetzt auch hier 3 Punkte einfahren, sonst könnte das schon fast ausbedeuten. Laporte kriegt zwar gelb-rot, trotzdem 2:0 gewonnen. Gabriel Jesus und De Bruyne treffen. EFL Cup geht es ran gegen West Ham United. Gewinnen wir 2:1 Foden und De Bruyne. Manchester Derby hier. Erstmal in der Stamford Road und jetzt 1:1 hier. Ronaldo und De Bruyne treffen. Im Carabao Cup spielen wir auch gegen Liverpool. Und mal schauen, es ist nicht das Finale, es ist das Halbfinale. Und wir gewinnen knapp zu 2:3 hier. Sterling, De Bruyne und Grealish treffen. Und wir starten wieder rein. De Bruyne, seht ihr, hier ist rot gesperrt. Haaland schon mittlerweile bei der 90 gegen Chelsea jetzt hier. Ich denke mal, Gündogan ist reingekommen. Haaland trifft hier, aber trotzdem verlieren wir 3:1. Im FA Cup jetzt hier, Runde 3 schon gegen die Manchester United. Verlieren wir sogar 2:0. Und hier vielleicht erster Titel der Saison. Direkt 2:1 und insgesamt 5:3 gewonnen. Ah, jetzt sind wir erst im Finale. Das war das Rückspiel. Aber zumindest wieder Haaland getroffen. Januar ist fertig simuliert und wir gucken mal, wo wir in der Liga sind. Punktgleich mit Chelsea. FA Cup sind wir raus. Carabao Cup sind wir im Finale. Und FA Community Shield sind wir rausgeflogen gegen Manchester United. Und jetzt hier in der... Oh, wir sind auf jeden Fall im Champions League Achtelfinale gegen Donetsk. Gruppenzweiter wurden wir. Das heißt sogar, dass Donetsk Erster geworden ist. Gucken wir mal die Gruppen durch. AC Mailand ist hier Gruppenerster. Liverpool nur Gruppendritter. Dortmund Erster. Man sieht auch nicht anders erwartet. Schachtel Donetsk ist Erster geworden mit 16 Punkten gegen Real Madrid und Inter. Hier auch realitätsnah, bis auf Benfica und Barcelona. Manchester United ist auch nur Dritter, Villarreal Erster. Auch Chelsea nicht als Gruppenerster durch. Und selbst in der Liga ist Liverpool nur auf dem 8. Platz. Aber es sind nur 8 Punkte vom 1. bis zum 8. Champions League Hinspiel jetzt. Ihr seht, Haaland leider verletzt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja noch gute Reservespieler. Trotzdem gewinnen wir hier nur knapp mit 3:2. Carabao Cup haben wir auch gewonnen gegen Southampton im Finale mit 5:4 im Nachelfmeterschießen. Nochmal hier das Duell, das Manchester Derby. Diesmal spielen wir heim. Erste Mal 3:1 gewinnen wir hier Sterling, Gabriel Jesus Sterling. Ja, und Foden trifft. Rückspiel jetzt hier gegen Donetsk, diesmal auswärts. Mal gucken, ob wir hier gewinnen. Ey, wir verlieren hier im Elfmeterschießen. Was ist mit Donetsk los? Wieso sind die auf einmal so gut? Jetzt wurden wir auch noch hier entlassen während des Experiments. Die Saison ist vorbei. City wurde sogar nur Dritter. Hinter Tottenham und Chelsea. Auf Chelsea 4 Punkte. Und die Champions League holt sich Chelsea im Finale gegen Bayern. Haben auf jeden Fall die Bayern-Fans ein schlechtes Trauma.
Im Viertelfinale war dann Endstand mit 7:1 für die Bayern gegen Donetsk. Lol, einfach reale Partien hier. Aber halt falsch im Halbfinale. Die Europa League gegen Liverpool und Conference Cup an Tottenham gegen Galatasaray im Finale. Wir wurden zwar geschmissen, aber haben dennoch auf alles Zugriff. Haaland ist hier mit 14 Tore in der Torschützenliste Elfter. Und sogar 8 ist De Bruyne mit 14. Aber halt beide gleich. Haaland hat dafür aber 11 Spiele oder 12 Spiele weniger gebraucht als De Bruyne. Wieso der dann nicht davor ist, weiß ich auch nicht. In der ersten Saison hat hier Erling Haaland 25 Einsätze gekriegt, davon 14 Tore. Heißt jedes zweite Spiel ein Tor. Mal schauen, ob der in der nächsten Saison oder in den nächsten beiden Saisons nochmal mehr macht. Saison 2 und hier ist Manchester City in der Gruppe in der Champions League mit Real Sociedad, Benfica und Ferencvarossi. Mehr als die Hälfte hier in der Saison ist auch schon wieder vorbei. City ist in der Liga erster, punktgleich mit United. In der Champions League ist City als Gruppenzweiter weitergekommen, hat hier unentschieden gespielt gegen Real Sociedad, gegen Benfica 1-0 gewonnen, gegen Ferencvarossi auch 2-0 gewonnen, dann leider gegen Benfica unentschieden, 4-2 gewonnen gegen Real Sociedad und Rückspiel gegen Ferencvarossi 2-3 verloren. In der Champions League spielen sie jetzt gegen Barcelona. So, wir schauen mal drauf, wo hier City in der Liga ist. Ich hoffe Erster. Und Erster mit 5 Punkten Vorsprung vor United. Bisschen abgesetzt. Und jetzt bin ich gespannt. In der Champions League hat hier 1-0 im Hinspiel City gewonnen. Jetzt müsste auch schon mittlerweile das nächste Spiel gespielt sein. Und wir sind weiter. Haben insgesamt hier nochmal 3-1 gewonnen. Insgesamt 4-1. Und jetzt hier gegen Leverkusen im Viertelfinale. Haaland ein bisschen schlechter als letzte Saison. 30 Einsätze, nur 11 Tore. 3 Vorlagen aber dafür. So, Champions League müsste wieder gespielt sein. Wir sind hier im Halbfinale gegen Bayern. Konnten uns 6-2 insgesamt durchsetzen gegen Leverkusen. Geil. Und wir simulieren mal hier gegen City. Und mal schauen, ob wir hier gewinnen. Haaland mit einem Dreierpack. Jesus und Haaland mit einem Viererpack. Champions League müsste jetzt auch wieder vorbeigespielt sein. Und wir sind im Finale gegen City. Gegen Dortmund meine ich. Halbfinale insgesamt 2-1 durchsetzen gegen Bayern. Und Borussia Dortmund konnte sich gegen Real Madrid 4-3 durchsetzen insgesamt. Eieiei, Dortmund hier gegen City im Finale. Und das ist auch noch der alte Club. Gefällt mir gerade halt von Haaland. Mittlerweile fertig, simuliert, fast am Ende der Saison. Ich glaube, Champions League müsste jetzt auch vorbei sein. Wir haben ja nochmal hier den Club gewechselt gehabt. Nochmal entlassen worden bei Leeds. Aber hier sehen wir, Man City ist auf jeden Fall Meister. Und in der Champions League gucken wir auch direkt gemeinsam drauf. Holt sich City das Ding? Würde man gerne wissen, wer da die Tore gemacht hat. Ist halt ein bisschen blöd gelaufen, dass wir jetzt hier genau bei City rausgeflogen sind. Aber zumindest haben sie schon mal die Champions League geholt. Haaland hier nochmal mit 38 Einsätzen, 17 Tore, 6 Vorlagen. Geht auf jeden Fall klar. Aber trotzdem nicht unbedingt besser als letzte Saison. Haaland ist auch schon beim Marktwert von 213 Millionen und einem Gesamtrating von 93. Und die Stats rechts sehen einfach nur brutal aus. Torjäger Krone konnte ich leider Haaland nicht holen. 17 Tore haben hier Platz 5, 4, 3 und 2. Ronaldo auch 17. Und Eduard von Crystal Palace 21 holt sich die Torschützenkönigkrone. Und wie gesagt, eine Saison machen wir noch. Wir schauen mal rein, gegen oder mit wem City in der Gruppenphase ist. Ah, die ist noch gar nicht ausgelost. Dann muss ich noch ein bisschen weiter simulieren. Dann schauen wir uns gleich nochmal rein. Jetzt müsste es aber fertig sein. In der Champions League trifft Man City auf. Also hier müsste normalerweise City als Gruppenerster durchkommen. Und wie gesagt, eine Saison gibt's noch. Wir gucken mal auf die Gesamtstärken. 94 bei Haaland. Mich interessiert mal immer so, was sie für Gesamtratings dann kriegen. De Bruyne bleibt bei einer 91. Raheem Sterling auch eine 87. Ich hätte schon gedacht, er hätte mindestens schon eine 89. Und Phil Foden kriegt ja auch eine 92. Hat natürlich auch Potenzial, natürlich, klar. Übrigens wieder weiter simuliert. Hinrunde ist jetzt auch hier vorbei. City ist hoffentlich Erster in der Liga. Ihr habt mit 8 Punkten sogar schon Vorsprung. Und mal gucken, ob sie in der Champions League weitergekommen sind. Sehen wir hier gegen Leverkusen im Achtelfinale. Sind, denke ich mal, als Gruppenerster weitergekommen. Ihr habt mit 15 Punkten. Und wir müssten schon wieder in der Champions League weitergekommen sein. 3-1 gewinnen wir hier im Hinspiel. Wieder gemeinsam mit euch reinschauen, ob wir jetzt hier im Viertelfinale vertreten sind. Ja, und das ist direkt ein englisches Derby gegen Liverpool. Insgesamt 5-2 weitergekommen gegen Leverkusen. In der Champions League sind wir rausgeflogen gegen Liverpool, sehen wir hier. Im Viertelfinale, ja, muss ja gewesen sein. Ah, insgesamt leider 3-4 knapp, aber ausgeschieden. Ende der Saison natürlich wieder angekommen. Wir checken kurz einmal hier alles ab. Wir sind, wie gesagt, wieder bei einem anderen Verein. Haaland
ist ein mit 21 Toren leider Zweiter in der Top-Torjäger-Liste. Mané ist Erster mit 22 Toren. Die hat sich Haaland leider nicht geholt. Kein einziges Mal in den drei Saisons. Wie gesagt, ist jetzt auch die letzte Saison. Ich mache dieses Karrieremodus-Challenge oder diese Karrieremodus-Challenge immer nur drei Saisons. Check gerne die andere auch ab, die ich mit Lewandowski gemacht habe bei Barca. Lasst hier an der Stelle schon mal einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo und schreibt gerne einen Kommentar, mit welchem Spieler ich das als nächstes machen soll. Hat vielleicht sogar City noch was anderes gewonnen? Die Liga haben sie hoffentlich gewonnen mit 92 Punkten, das heißt 19 Punkte Vorsprung auf Chelsea. Emirates FA Cup, das dauert jetzt immer ein bisschen länger, sind wir hier leider nicht raus. Hier hat sie auch Liverpool geholt. Carabao Cup geht auch an Liverpool. Das ist auf jeden Fall krass. Superpokal geht an City. Und ja, Champions League gucken wir auch nochmal an Liverpool. Europa League gucken wir auch drauf. Geht an Tottenham gegen Celta Vigo im Finale. Und AC Mailand holt sich hier die Conference League. Teamstatistiken bin ich hier auch gespannt. Hier Cole Haaland mit 37 Einsätzen, 21 Tore, 8 Vorlagen. Die dritte Saison ist auf jeden Fall bisher die beste Saison bei ihm. Hat eine Gesamtrating von 94 behalten. Und gucken wir auch mal kurz drauf, interessiert mich auch, 92 behalten. Aber ist krass, Tore macht er auch bei Man City auf jeden Fall. Champions League haben sie auch einmal geholt. Also was halten wir hier fest? Pokalsieger wurden wir auch einmal, Meisterschaft wurden wir zweimal und einmal die Champions League gewonnen. Das wäre dann auch für Manchester City das erste Mal in der Vereinsgeschichte. Haben sie auf jeden Fall dank den Haaland-Transfer geholt. Ist auch mit Abstand der beste Torschütze hier für den Verein. Und schreibt sehr gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass Erling Haaland vielleicht nach Man City geht. Schreibt sehr gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und macht's gut. Haut rein und ciao.